gekeucht, gerackert, geschwitzt, gestürzt. 12 Prominente gingen bei Ninja Warrior Germany, Promi Special, RTL, in den Parcours, um für die RTL-Stiftung, Wir helfen Kindern, Geld zu erkämpfen. Am Ende kamen 100.000 Spende-Euro zusammen. Bei allem Einsatz für die Kinder, Christine Theiss, Sie sind das Wichtigste und dafür geben wir alles. Ging es bei der 8. Auflage des Promi-Ninja-Wettbewerbs natürlich auch ein bisschen um Sieg, Ehrgeiz und Sportlerehre. Schließlich waren 6 der 12 Promis früher Spitzensportler. Aber egal ob 23-fache Kickbox-Weltmeisterin, Skisprunglegende oder Dschungelkönig und Princess Charming, alle legten sich für den guten Zweck mächtig ins Zeug und sammelten pro überwundenem Hindernis Geld ein. Am Ende kamen exakt 100.000 Euro zusammen und machten die bedürftigen Kinder zu den eigentlichen Gewinnern des Abends. Sportlich siegte Team Wonti. Laura von Tora schickte Ex-Handball-Weltmeister Mimi Kraus, 40, Skisprunglegende Sven Hannawald, 48, Moderatorin Angela Finger-Erben, 43, und Love Island, Charmeur Adriano Salvaggio, 29, ins Rennen. Team Köppi, von Jan Köppen trat an mit Ex-Fußballprofi Thorsten, Casala, Legat, 54, DSDS-Siegersänger Luca Henny, 29, der 23-fachen Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, 43, und dem Dschungelcamp-Vizekönig von 2023, Gigi Birofio, 24. Frank Buschmann hetzte für Team Buschi, den Dschungelkönig von 2022, Filip Pavlovic, 29, Ex-Fußball-Nationaltorhüter Timo Hildebrand, 44, Princess Charming, Irina Schlauch, 32, und Skisprung-Ikone Martin Schmidt, 45, durch die Parcours. Ninja Showdown am Mount Midoriyama, Adriana Salvaggio bezwingt Luca Henny. In zwei unterschiedlichen Parcours wurden je 4 Trielle durchgeführt, deren Sieger zusätzliche 1.500 Euro auf ihr Mannschaftsspendenkonto häuften. Die daraus resultierende Gesamtwertung beschied nach den beiden Parcours, Team Buschi schied aus. Weshalb der gescheiterte Coach als lebender Buzzer den Mount Midoriyama besteigen musste. Die beiden führenden Teams schickten je einen Athleten in den Showdown um den Sieg an den Mount Midoriyama. Dort schien der Ninja-Neuling Adriano Salvaggio gegen den Ninja-erfahrenen Vorjahressieger Luca Henny chancenlos. Aber der einstige Mr. Amore von Love Island erwies sich als Mr. Beast. Nachdem er schon in beiden Durchgängen seine Trielle als Finisher gewonnen hatte, setzte er sich auch gegen Henny durch. Salvaggio schaffte eine Stufe mehr als der Himmelsleiter und ließ seine Teamchefin jubeln. Team Wonti gewinnt das Ninja Promi Special. Zur Belohnung für seine tolle Leistung bekam Salvaggio von Frank Buschmann eine Wildcard für die nächste reguläre Staffel von NWG geschenkt. Neben Salvaggio schafften es auch Luca Henny und Martin Schmidt in beiden Durchgängen zu butzern, Sven Hannawald finishte einmal. Bei den Damen erwies sich die Leben leicht gemacht Chefin Christine Theiss als unbezwingbar und gewann beide Trielle. Thorsten Legat, mittlerweile Reality-Kultfigur, hatte ein ganzes Jahr lang täglich mit seinem Freund, dem NWG-Kämpfer Ali Musa, trainiert. Er zeigte sich in der Form seines Lebens und zeigte als Uldi des Wettbewerbs, 54, eine überragende Leistung. Mimi Kraus schaffte es in Durchgang 1 bis ans vorletzte Hindernis, in Durchgang 2 kam früher das aus. Er blieb hinter den Erwartungen zurück, denen seiner 4 Kinder. Die haben gesagt, ein Buzzer muss sein, Papa. Von denen werde ich mir einiges anhören müssen. Die Rehabilitationsmöglichkeit gibt es beim 9. Promi-Wettbewerb im nächsten Jahr.